Hallo ihr Lieben, in der heutigen Rezension soll es um folgendes Buch gehen, und zwar um Vielleicht passiert ein Wunder von Sarah Barnard. Ich hoffe, man spricht es so aus. Ist im Sauerländer Verlag erschienen, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es ist ein Hardcover, wie ihr seht, aber ohne Schutzumschlag. Ist es so, wie es ist. Kostet 16,99 in Deutschland und 17,50. In Österreich wurde von Ilse Leier, ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt, übersetzt und hat 414 Seiten. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um Steffi. Und Steffi hat eine Krankheit, die nennt sich selektiver Mutismus. Das bedeutet, sie kann einfach manchmal nicht reden. Sie entscheidet sich nicht dazu, sondern sie kann einfach nicht. Sie hat eine Blockade. In manchen Situationen, bei manchen Menschen, bringt sie einfach kein Wort heraus, wo sie es gerne möchte. Und in anderen Situationen, bei vertrauten Menschen, zum Beispiel wie ihrer Familie oder ihrer besten Freundin, kann sie locker leicht reden, so wie jeder andere Mensch auch. Und das wird begleitet von Angststörungen und verschiedenen anderen Sachen, die Steffi noch hat. Und das macht ihr Leben natürlich nicht einfach. Und jetzt, wo sie in der Oberstufe ist und ihre beste Freundin zu allem Überdruss auch nicht da ist, muss sie lernen, alleine klarzukommen. Da lernt sie einen neuen Schüler an der Schule kennen, nämlich Riffs. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Auf jeden Fall ist er neu und er ist gehörlos, also taub quasi. Er kann zwar sprechen und das tut er auch manchmal, aber er hört es natürlich nicht und er kann die Leute auch nicht hören. Er liest meistens von den Lippen ab. Aber zufälligerweise ist Steffi die Einzige an der Schule, die Gebärdensprache kann, zumindest so rudimentär. Und sie ist daher die Einzige, die sich richtig mit Riffs auseinandersetzen kann und sich mit ihm verständigen kann. Und die beiden finden ganz schnell eine eigene Art von Sprache, eine eigene Art, sich gegenseitig zu verständigen. Und ja, lernen auch viel voneinander und manchmal kommen sie sich auch ein bisschen näher. Was dabei herauskommt, müsst ihr selber lesen. Letztendlich muss ich sagen, ich mochte das Buch gerne. Ich habe dem 4 Sterne gegeben. Ich habe es gerne gelesen. Es hat eine gute Message oder sogar mehrere, glaube ich, hier drin. Es erzählt zwar eine ruhige Story, aber eine, die tiefgehend ist und sich mit vielen ernsthaften Problemen auch beschäftigt. Ich kann es von daher sehr empfehlen. Aber es ist nicht ganz perfekt. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr Problemchen finde ich an diesem Buch. Oder zumindest Sachen, die mir persönlich nicht ganz so gut gefallen haben, aber die ich jetzt auch nicht furchtbar schlimm finde, sodass ich es nicht gut finde, dieses Buch. Versteht ihr, was ich meine? Es ist zum einen zum Beispiel so, dass ich nicht so richtig den roten Faden, den Plot in diesem Buch gefunden habe. Also es dümpelt so vor sich hin und das ist ja auch okay. Es ist ein Contemporary-Buch. Es gibt keinen großen Fall, den man aufklären könnte oder sonst was. Oder keinen großen Knall am Ende. Aber man hat so ständig das Gefühl, ja, die Geschichte ist irgendwie auserzählt, aber es wird weiter erzählt. Worauf will diese Geschichte hinaus und wieso endet es gerade da, wo es endet? Weil es hätte genauso gut auch 100 Seiten früher enden können und es hätte für mich persönlich keinen großen Unterschied gemacht. Also es hat auch nicht sonderlich große Ups and Downs emotional oder so. Klar, es hat hier und da kleine Lehren und Steffi fällt mal zurück oder entwickelt sich auch mal weiter. Aber so richtig emotional mitnehmen oder so konnte es mich nicht, also schon ein bisschen, aber es hatte so, wie gesagt, diese Achterbahnfahrt der Gefühle und so hat es halt überhaupt nicht, es war die ganze Zeit ziemlich ruhig und langsam und immer auf demselben Level. Und ja, wie gesagt, ich wusste irgendwie nicht, wohin es eigentlich mit mir will, worauf es hinaus will, was das große Ende des Buches sein soll, weil es hätte auch genauso gut vorher enden können. Was ich jetzt nicht schlimm fand, ich habe es trotzdem gern gelesen, aber es hat mir nicht ganz eingeleuchtet, was es eigentlich will von mir. Dann hatte ich manchmal das Problem oder ich hatte das Gefühl, das Buch kommuniziert nicht recht gut mit dem Leser. Zum Beispiel, es ist nur so ein einfaches Beispiel, heißt ihre beste Freundin September. Wird aber ständig nur Tam genannt in diesem Buch. Und man weiß es als Leser, also ich wusste es zum Beispiel von Anfang an nicht, dass ihr Name tatsächlich September ist, sondern ich dachte einfach Tam. Wieso nicht? Deswegen wusste ich nicht, was sie mit September meint, als sie das einmal erwähnt hat. Also sie hat irgendwie mit irgendwem eine Unterhaltung geführt, ich glaube mit Riffs, und hatte einmal einfach nur September gesagt. Einfach mittendrin im Satz und ich dachte mir so, wieso passt denn, dieser Monat passt da doch gar nicht hin, was will sie mir damit sagen, was soll dieser Monat einfach in dieser Unterhaltung? Bis ich erst Seiten später verstanden habe, dass sie damit ihre beste Freundin meinte, weil das ihr echter Name ist. Und das wusste ich als Leser einfach nicht, weil es mir vorher nicht vermittelt wurde. Und deswegen habe ich diese ganze Unterhaltung
einfach nicht verstanden. Und solche Situationen hatte ich gefühlt öfter in diesem Buch. Ich hatte zum Beispiel nicht verstanden, wieso Tam, ihre beste Freundin, auf einmal nicht mehr mit ihr zusammen in derselben Klasse ist. War sie jetzt doch älter als Steffi oder doch nicht? Oder wo ist sie auf einmal her? Ist sie von der Schule abgegangen? Das habe ich erst so gegen Ende richtig verstanden. Vielleicht auch, weil ich deren Schulsystem nicht so richtig verstehe, weil ich selber ja da nicht zur Schule gehe. Ich glaube, es ist in Großbritannien. Aber ich hatte echt nicht kapiert, was da eigentlich los ist, weil ich hatte manchmal das Gefühl, sie ist schon in der Uni, aber dann wird gesagt, nein, sie geht nicht zur Uni. Und dann hatte ich das Gefühl durch Flashbacks, dass sie in derselben Klasse waren, aber dadurch, dass sie halt jetzt in der Oberstufe nicht mehr zusammen in die Schule gehen und Tam eine Art Hochschule oder was auch immer das ist, dachte ich, sie wäre dann doch älter. Ich war auf jeden Fall ziemlich verwirrt wegen diesem ganzen Altersding zwischen den beiden, bis ich am Ende erst kapiert hatte, was es damit auf sich hat. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich deren Schulsystem nicht verstehe, weil ich da nicht lebe und es nie so richtig mitgekriegt habe. Aber es gab so einige Probleme, was sowas angeht. Und das hat mich ein bisschen rausgebracht, manchmal, muss ich sagen. Ich hatte auch gegen Ende so ein bisschen Probleme mit Steffi als Charakter. Nicht, weil ich sie schlimm fand, sondern weil sie halt einfach manchmal so ein bisschen zu egoistisch für meinen Geschmack gehandelt hat. Und vor allem, weil ich dachte, gegen Ende muss man ja eigentlich mehr lernen, besser zu werden. Und sie wurde stattdessen etwas egoistischer, je weiter man zum Ende gekommen ist. Natürlich hat sie am Ende ihre Lektion gelernt und so, deswegen, sonst würde ich sie ja nicht so empfehlen. Von daher, wenn man mit so kleineren Fehlern leben kann, dann guckt euch dieses Buch an. Es ist wirklich gut, es ist ruhig erzählt, aber es bringt seine Message rüber und es hat auch eine interessante Sicht auf diese Krankheiten, wenn man das so nennen kann. Mehr habe ich darüber auch eigentlich nicht zu erzählen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt, was ihr dazu sagt und ob euch das überhaupt interessiert oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute!